Noch 4 Tage bis zur Wahl und die wird auf der Zielgeraden noch mal richtig spannend. Die Großen verlieren, die Kleinen gewinnen und es ist völlig unklar, wer am Ende mit wem regieren kann. Das macht die Frage, wen wählst du am Sonntag, nicht einfacher. Ich stelle sie heute auch meinen Gästen, die kennen sie alle, aber vielleicht nicht ihre Parteipräferenz. Das Thema bei Sandra Maischberger. Die Wahljury. Wer verliert, wer regiert? Unsere Gäste. Uschi Glas unterstützt seit vielen Jahren die Union und ist sich zu 100% sicher, Angela Merkel bleibt Bundeskanzlerin. Der Schauspieler Clemens Schick hingegen wirbt für Martin Schulz. Die SPD hat soziale Gerechtigkeit in ihrer DNA. Der ehemalige Fokuschef Helmut Markwort ist seit fast 50 Jahren FDP-Mitglied und beklagt die Linkslastigkeit der deutschen Politik. Rot-Rot-Grün möge uns erspart bleiben. Christoph Butterwegge, der Armutsforscher dagegen, wählt die Linke. Er sagt, auf die wachsende soziale Ungleichheit in Deutschland hat nur die Linke eine Antwort. Der ehemalige Sat.1-Nachrichtenmoderator Hans-Hermann Gockel bekennt sich zur AfD. Er prophezeit, die etablierten Parteien werden bei der Wahl ihr blaues Wunder erleben. Und Tayfun Bademsoy, der deutsch-türkische Schauspieler, wählt seit Jahrzehnten die Grünen. Eine Koalition mit der Union lehnt er ab. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns sind und herzlich willkommen meinen Gästen. Ich würde Sie gerne am Anfang sportlich auffordern wollen, dass Sie jeweils einen anderen in dieser Runde doch mal von Ihrer Partei überzeugen. Maximal eine Minute, besser noch 30 Sekunden, wenn es geht. Frau Glas, fangen wir bei Ihnen an. Erzählen Sie doch mal Herrn Schick, warum er unbedingt die CDU-CSU wählen sollte. Also, Herr Schick, Sie müssen die CDU-CSU wählen oder Frau Dr. Merkel, weil ich glaube, dass sie unser Land wirklich gut führt, dass sie eine tolle Europäerin ist und dass sie vor allem, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass sie mit diesen etwas verrückten Männern und Politikern auf der Welt gut zurechtkommt, dass sie da wirklich gute Arbeit leistet und immer die Tür offen lässt und zum Dialog bereit ist und nicht zum Kämpfen oder zum Fighten, sondern zum Sprechen, dass wir eben vor einem Krieg beispielsweise bewahrt werden können. Deswegen sollten Sie Angela Merkel wählen, bitte. Sie können es gleich zurückgeben und Frau Glas von Martin Schulz und der SPD überzeugen. Frau Glas, Sie nehmen einen Außenminister, der zum Gelingen des Iran-Atomabkommens beigetragen hat. Sie nehmen eine Umweltministerin, die maßgeblich dazu beigetragen hat, dass es ein Pariser Umweltabkommen gegeben hat. Sie nehmen eine Arbeitsministerin, die den Mindestlohn durchgesetzt hat. Sie nehmen einen Justizminister, der die Mietpreisbremse durchgesetzt hat. Sie nehmen eine Familienministerin, die die Frauenquote durchgesetzt hat. Und dazu nehmen Sie jetzt noch einen Kanzlerkandidaten, der das Europäische Parlament zu dem gemacht hat, was es heute ist, eine Volksvertretung. Und von dem ich persönlich weiß, dass für ihn Kultur, Frauenrechte, Arbeitsrechte und soziale Frieden in diesem Land sehr, sehr wichtig ist. Und dann landet man bei der SPD. Dann landet man bei Martin Schulz in der SPD. Gut. Ich zumindest. Herr Markwort, ob Sie Herrn Butterwegge von den Vorzügen der FDP überzeugen können? Ich glaube es nicht, aber es hören ja auch noch andere zu. Herr Professor, ich empfehle die FDP, weil dann endlich wieder eine entscheidende deutsche Bürgerschicht im Bundestag vertreten ist, die gefehlt hat. Ich empfehle die FDP, weil dann Deutschland nicht die Schulden von Griechenland bezahlen muss. Ich bin dafür, dass Mittelverdiener keinen Spitzensteuersatz zahlen müssen. Und ich hoffe, dass dann mehr Menschen sich günstiger und schneller Wohneigentum leisten können. Wohneigentum, Eigentumswohnungen, Häusle. Und ich bin dafür, dass der Minijob von 450 auf 530 erhöht wird, damit mehr Leute aus ihrer Klientel in den Genuss dieser. Das heißt, arm sind. Herr Butterwegge, Sie haben ohnehin das Wort. Sie können jetzt Herrn Markwort versuchen zu überzeugen, die Linke heute zu wählen. Heute ist der Weltkindertag und in dem reichen Deutschland sind immer mehr Kinder arm. 2,7 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind nach den Kriterien der Europäischen Union armutsbedroht. 2 Millionen haben das Problem, dass sie in SGB-II-Bedarfsgemeinschaften landläufig Hartz-IV-Haushalte genannt aufwachsen. Die Linke ist die Partei, die konsequent dagegen vorgehen will. Sie will den gesetzlichen Mindestlohn deutlich anheben, als einzige Partei, wenn ich das richtig sehe. Sie will eine Ganztagsschule einführen, die dazu führt, dass alleinerziehende Mütter
weil ihr Kind gut betreut ist, vollzeiterwerbstätig sein und sich aus der Armut herausarbeiten können. Sie will drittens eine Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild einführen, dass alle Kinder gleich lange gemeinsam lernen und damit auch die gleichen Bildungschancen bekommen. Und sie will viertens eine Kindergrundsicherung einführen, damit Armut vermieden wird. Das war die Professorale-Minute. Vielen Dank, Hans-Hermann Gockel. Sie müssten Herrn Badepsoy überzeugen, die AfD zu wählen. Ich möchte Sie bitten, die AfD zu wählen, weil man heutzutage nicht mehr unbewaffnet aus dem Haus gehen kann. Ich gebe es gerne zu, ich habe auch heute Abend hier im Studio eine Waffe dabei. Das ist eine Waffe, von der ich bislang immer überzeugt war, dass sie mich schützt. Aber da bin ich nicht mehr so sicher. Diese Waffe ist nämlich das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und das wird leider immer mehr verwässert. Ich erinnere nur an vier Punkte, zum Beispiel Artikel 5. Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Artikel 6, der besondere Schutz der Familie. Artikel 8, die Versammlungsfreiheit. Und Artikel 16, das Asylgesetz in Deutschland. Und ich hoffe und ich bin fest davon überzeugt, dass das Grundgesetz auch noch weiter seine Gültigkeit behält und dass wir nicht irgendwann in Deutschland nach den Regeln der Scharia leben. Denn das wäre auch für Sie als Vertreter der Grünen, der Sie heute Abend hier sind, mit Sicherheit kein Zuckerschlecken. Herr Badepsoy, Sie haben das Wort und müssten Herrn Gockel jetzt von den Grünen überzeugen. Also ich bin kein Vertreter der Grünen hier, sondern ich bin eine Person, der seit 50 Jahren in Deutschland lebt. Und ich bin eigentlich das beste Beispiel für eine gelungene Integration. Und ich habe keine Waffe. Ich werde Sie sicherlich nicht mit einer Waffe bedrohen. Ich werde Sie nur im Grunde darauf hinweisen, dass Sie als Journalist im Grunde eine Partei unterstützen, die im Grunde mit Fake News den Populismus auch unterstützt. Sie sollten einfach Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt wählen. Das macht die Grünen. Das macht die AfD auch. Das war die erste Minute für jeden. Vielen Dank. Damit wissen wir in etwa, wo Sie alle stehen. Wollen jetzt jede Partei unter die Lupe nehmen und fangen an mit der Union. Wobei das Wort Union für CDU, CSU in den letzten beiden Jahren ein bisschen irreführend war. Streitschwestern hätte wahrscheinlich besser gepasst. Uschi Glas, seit Jahrzehnten Anhängerin der Union. Seit 2015 ist die Union wegen der Flüchtlingsfrage innerlich zerrissen. Stehen CDU, CSU für Willkommenskultur oder für eine Obergrenze? CSU-Chef Horst Seehofer ließ seinem Unmut gegenüber Angela Merkel freien Lauf, düpierte sie öffentlich. Der Horst Seehofer und Angela Merkel, oder Angela Merkel, Entschuldigung, und Horst Seehofer haben noch immer für alles eine Lösung gefunden. Wenn das dein Motto in den nächsten Wochen ist, dann bist du wieder herzlich eingeladen. Über ein Jahr lang behaken sich die Schwesterparteien. Dann folgt ein missmutiger Burgfrieden. Merkel oder Seehofer? Wer wird sich nach der Wahl durchsetzen? Und auf wessen Seite steht die CSU-Wählerin Uschi Glas? Frau Glas, ich stelle es mir schwierig vor für Sie, weil Sie einfach wirklich seit Jahrzehnten doch auch meistens eben die CSU gewählt haben, die CDU unterstützt haben. Sie kennen Seehofer, Sie kennen Merkel, Sie stehen beiden nahe. Haben Sie in dem Moment dieses Parteitags gelitten, als Sie das gesehen haben, wie Frau Merkel gefühlte Stunden da stand? Ja. Also gefühlte Stunden. Und ich habe mir oft überlegt, ob ich jetzt als Frau genauso fühlen würde, wenn da ein Mann stände. Das habe ich mir überlegt. Wäre das so behandelt worden? Das überlege ich immer. Aber ich fand auf jeden Fall, ich habe sehr gelitten. Und ich denke auch, dass das entglitten ist irgendwie. Und das darf einfach nicht passieren. Das eine ist die Form, das andere ist der Inhalt. Es war ja der Streit um die Obergrenze, um die Flüchtlinge. Ja. Auf welcher Seite stehen Sie da? Naja, man muss es vielleicht ein bisschen differenzieren. Bayern ist das südlichste Land. Und da, wir sind natürlich in Passau oder in Rosenheim natürlich wirklich überrannt worden. Und das ist also, wenn man mit Leuten dort spricht, ist es schon, war das einfach, sage ich mal, eine solche Belastung, eine Überbelastung, der man einfach gar nicht mehr Herr geworden ist. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage, was da in Passau los war, was eben an den ganzen Grenzen los war, ist keine Frage. Aber es ist eben die Diskussion,
wer ist ein Flüchtling, ist er ein Flüchtling, und dann müssen wir ihn aufnehmen, das eine. Und deswegen finde ich immer mein Problem mit der Obergrenze, weil was sagst du dann? Wir nehmen 200.000 auf und den 201. nehmen wir dann nicht auf, oder wir, dann sind es nur 97.000, weil es hat sich ja alles total beruhigt. Was machen wir dann? Dann haben wir ja ein Minusgeschäft gemacht sozusagen. Also ich glaube, dass das der alte Schnee von gestern war, dass die Frau Dr. Merkel 2015, glaube ich, einfach einer Emotion gefolgt ist, weil sie war einfach total, wenn man auch die ich habe dieses Buch gelesen, Die Getriebenen, wenn man da noch mal die Abfolge liest, was da los war, was da telefoniert wurde, wo da gekämpft wurde. Ich habe einfach toll gefunden, dass sie sagte zu uns, wir schaffen das. Weil was soll sich hinstellen und sagen, jetzt können wir gleich alles zusperren, jetzt ist aus, jetzt ist Schluss. Also sagen wir mal, als Chef musst du auch einmal einen Mut zusprechen. Ja? Und das hat sie gemacht, dass das so ein Wahnsinn wird. Das konnte man nicht wissen. Also das ist also auch sehr unfair, wenn man immer sagt, ja, das hätte man gleich wissen müssen und man hätte die Grenzen zumachen müssen. Ja, warum haben wir es da nicht gemacht, wenn man das alles gewusst hätte? Na, Horst Seehofer ist derjenige, frage ich jetzt den zweiten Bayern hier in der Runde, der über Angela Merkel gesagt hat, sie würde die Herrschaft des Unrechts verbreiten, der offen mit dem Bruch gedroht hat der Union. Ist das alles nur ein Machtspiel gewesen oder haben Sie wirklich einen Moment lang geglaubt, dass diese Union, diese Schwesterparteien auseinandergehen? Ich habe nach zwei Verfassungsprofessoren Gutachten geglaubt, dass er zum Bundesverfassungsgericht geht, muss aber inzwischen erkennen beim Studium der Gesetze, dass von den Forderungen der CSU in der Politik der CDU viel durchgesetzt worden ist. Sehr viel von der CSU mit dem Getöse, mit der Wucht, in der er das vorgetragen hat, hat er die CDU stark beeinflusst und verändert. Das heißt also, wenn die jetzt wieder als Schwesterparteien regieren würden, hat Angela Merkel ihn gar nicht in Wahrheit gezähmt, sondern da ist dann mehr, ja, was ist das dann für ein Verhältnis? Wer hat ich da sagt ja jetzt auch, so wie 2015 soll es nicht wieder werden. Ja? Also da hat sie schon viel draus gelernt. Und in einer neuen Regierung dann, ist mehr CSU drin als CDU oder was? Darauf hofft der Seehofer. Ja, dann wird er sehr viel mehr durchsetzen können. Es kann sein, dass die CSU in Bayern alle Direktmandate gewinnt. Dann hat er natürlich einen massiven Background. Aber ich, das mit der Obergrenze, das glaube ich, das wird geregelt. Das heißt ein Kontingent, ja, oder wie auch immer. Es kann keine Obergrenze geben für Asylsuchende. Die sind, wer politisch verfolgt wird, unbegrenzt. Aber die sind ja nur knapp 1%. 99% der anderen werden ja nicht anerkannt. Da kann man über eine Grenze reden. Das wird der Kompromiss dann sein. Ich habe es gehört, Herr Bademsoll, ganz viele Grüne fanden und finden Angela Merkel eigentlich sehr gut. Gehören Sie zu denen? Ich fand sie eigentlich bis zu dem Augenblick wirklich nicht gut. Also ich fand sie immer als die Ziehtochter von Kohl. Sie hat alles ausgesessen über die Jahre. Eine richtig gute Politik hat sie eigentlich nicht gemacht. Das war immer meine persönliche Meinung. In dem Augenblick, als die Flüchtlingswelle kam, habe ich zum ersten Mal wirklich Respekt gehabt vor ihr. Vor allem, weil Frau Merkel sich verfassungskonform verhalten hat. Mhm. Sie konnte die Grenzen nicht einfach dicht machen. Das war einfach nicht möglich. Und auch dieses Wir schaffen das hat mir wirklich sehr viel Respekt. Und heute, wenn denn stimmt, was Herr Marquardt sagt, in Wahrheit ist da sehr viel mehr CSU dann drin in der Politik von Angela Merkel? Nein, haben Sie noch Respekt? Oder? Ja, sicherlich. Immer noch Respekt. Nur ich kann einfach, wenn ich zurückblicke, gerade Kinderarmut in Deutschland, die soziale Gerechtigkeit, dann sehe ich einfach keine gute Politik. Wir verwässern eigentlich die Realität. Den Deutschen geht es eigentlich nicht so gut, wie es jetzt sozusagen propagiert wird. Wir haben Leiharbeiter, wir haben Hartz-IV-Empfänger, wir haben Kinderarmut. Mhm. Und eine soziale Gerechtigkeit ist nicht da. Ich habe mit meiner Physiotherapeutin heute gesprochen. Ich meine, die leben von 1050 Euro im Monat. Davon zahlt man 700, 800 Euro Miete. Was bleibt da noch zum Leben? Also das Bild ist eine andere. Also das kommt wahrscheinlich der Punkt dann von Herrn Butterweg. Ja. Aber Frau Glas, also Frau Merkel, wenn sie jetzt tatsächlich noch mal Kanzlerin würde, ginge in die vierte Amtszeit, wie seinerzeit Helmut Kohl, bei dem danach alle gesagt haben, das war eine zu viel, ist das nicht einfach zu viel und zu lang auch für Angela Merkel? Also so wie die weltpolitische Lage ist, wie ich das sehe, also ob ich nun an Herrn Trump denke oder an Herrn Erdogan oder an Putin oder Nordkorea oder, kann ich mir im Moment in Deutschland niemanden vorstellen, der das Schiff so
lenken kann wie sie. Mhm. Weil sie, was sie hinter den Kulissen alles macht, was, wie sie auch immer sagt, ich kann die Tür nicht zuschlagen, wir dürfen, wir müssen im Gespräch bleiben. Ich traue ihr einfach wahnsinnig viel zu. Mhm. Und sie, auch mit Macron, wird zwar jetzt ein bisschen hampelig da werden, ein bisschen auch gefaltet werden, aber ich traue ihr einfach unglaublich viel zu, dass sie mit diesen Männern zurechtkommt. Das ist das Außenbild, Herr Schick. Im Innenbild sagt nicht nur Sigmar Gabriel oder Thomas Oppermann, die sind beide bei der SPD, dass Angela Merkel eine Mitschuld trägt oder die Mitschuld trägt für den Aufstieg der AfD. Sehen Sie das auch so? Das wäre mir zu einfach. Okay. Ich glaube, warum auch ich einer Partei beigetreten bin, dass wir uns alle mit diesem Phänomen beschäftigen müssen und auch alle schauen müssen, was unsere Gesellschaft und die Politik dazu beigetragen hat. Und da wäre es mir zu einfach zu sagen, da ist eine, die in Verantwortung war, dafür verantwortlich. Mhm. Ich finde, dass Merkel übrigens damals auch eine Entscheidung getroffen hat, die mutig war. Aber sie hat meiner Meinung nach, nachdem sie die Entscheidung getroffen hatte, die Flüchtlinge ins Land zu lassen, einen entscheidenden Fehler gemacht. Und das war der, dass sie die europäischen Partner nicht mit ins Boot geholt hat. Mhm. Und den Fehler heute weitermacht, dass sie heute Länder wie Polen oder Ungarn nicht nachträglich noch in die Verantwortung nimmt, indem man sagt, ihr bekommt Gelder aus Europa, dann müsst ihr aber auch im Grunde genommen die Solidarität, die wir als Auftrag haben, muss man teilen. Mhm. Das ist meiner Meinung nach nur dazu noch was zu dieser Entscheidung. Herr Gockel, es heißt, ganz viele haben früher CDU gewählt, Sie auch eigentlich? Ja, ich war immer CDU-Wähler. Sind Sie es deshalb nicht mehr, weil Angela Merkel die Politik in den letzten Jahren gemacht hat, die sie macht? Ich habe meine ersten Zweifel bekommen im Jahre 2003, wo wir gerade über Fake News gesprochen haben, zu Beginn der Sendung. Da gab es eine gigantische Fake News, als der damalige amerikanische Außenminister Colin Powell von den Vereinten Nationen sprach und irgendwelche komischen Fotos zeigte von irgendwelchen irakischen Lastwagen, die Biowaffen an Bord haben und Chemiewaffen, die dann abgefeuert werden. Der Irakkrieg wurde begründet. Das war die Initialzündung der Amerikaner für den zweiten Irakkrieg. Da war aber der Kanzler Schröder. Richtig. Und jetzt komme ich nämlich genau zu dem Thema. Frau Glas hat vorhin gesagt, Frau Merkel hat in der Flüchtlingspolitik emotional richtig gehandelt. Damals, im Jahre 2003, war Frau Merkel CDU-Vorsitzende. Ich kann mich aber sehr gut daran erinnern, dass Frau Merkel damals Hurra gerufen hat und sie meinte, die Deutschen müssten sich an diesem Irakkrieg damals beteiligen. Dann wären einige tausend Leichensäcke nach Deutschland zurückgekommen mit Bundeswehrsoldaten. Und ich möchte noch was sagen. Und das war der erste Moment, wo Sie gesagt haben, mit der ist was nicht in Ordnung? Ja, da habe ich meine Zweifel gehabt. Da war sie aber noch CDU-Vorsitzende. Zum Glück hatten wir damals den Kanzler Gerhard Schröder, der diesen Unsinn nicht mitgemacht hat, der kategorisch gesagt hat, wir Deutsche beteiligen uns an diesem Irakkrieg nicht. Und jetzt noch einmal auf das, was Sie gesagt haben, Frau Glas. Frau Merkel hat emotional richtig gehandelt, sagten Sie. Nun ist Frau Glas ja ein großer Fußballfan. Ich habe nichts Frau dagegen. Merkel oder Frau Glas? Frau Merkel, Merkel. Entschuldigung. Nun ist Frau Merkel Frau ein großer Fußballfan. Und ich habe ja nichts dagegen, wenn Frau Merkel auf der Tribüne und in der Umkleidekabine der deutschen Nationalmannschaft ihre Emotionen zeigt. Aber eine Kanzlerin sollte bitte schön keine Emotionen zeigen, sondern politisch geradlinig handeln. Das würde dem deutschen Volk mit Sicherheit besser zugutekommen. Da hätten wir dann alle sterben lassen sollen da unten? Nein. Es war ja Herbst, wir wissen, die im Dreck standen, die sich gerettet haben, da über Flüsse gegangen sind. Wie hätten wir sagen können, Pech gehabt, bleibst du da unten stehen? Oder wie hätten Sie auf keinen Fall. Preisfrage, Herr Butterwege, glauben Sie, es war eine emotionale Entscheidung oder rational? Nein, die Kanzlerin hat, wie sie das immer gemacht hat, vom Ende her gedacht. Und die Alternative wäre gewesen, im Winter an den Grenzen eine Menge von Flüchtlingen stehen zu haben und die gewissermaßen womöglich, wie das in Ihrer Partei, in der AfD durchaus ja diskutiert wird, mit Waffengewalt abhalten zu müssen, nach Deutschland zu kommen. Und ich finde dieses Thema Obergrenze von Herrn Seehofer sowas von verkehrt. Gegenwärtig sind vor kurzem sind 400.000 Muslime aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. Und Bangladesch ist ein bitterarmes Land.
Und trotzdem werden diese Flüchtlinge dort aufgenommen. Es gilt auch für Uganda, für Jordanien, für viele andere Länder, wo riesige Hüttendörfer stehen, wo Flüchtlinge dann untergebracht werden. Und diese reiche Bundesrepublik, die soll nicht in der Lage sein, einige hunderttausend Menschen aufzunehmen, wenn sie es will. Das fand ich bei der Kanzlerin falsch, dass sie gesagt hat, wir schaffen das. Und nicht hinzugefügt hat, wenn wir es wirklich wollen. Und natürlich wollen es diejenigen nicht, die jetzt die AfD wählen. Und es wollen auch viele von den Eliten nicht. Aber wenn man bereit wäre, die, wie ich finde, humanitäre Verantwortung auch der Bundesrepublik ernst zu nehmen, gerade als ein Land, von dem zwei Weltkriege ausgegangen sind, dann kann man natürlich auch mit dem Reichtum, den unser Land zur Verfügung hat, Flüchtlinge aufnehmen. Und zwar in größerer Zahl als die 200.000, die Herr Seehofer als Obergrenze nennt. Sie haben gesagt, dass man es wollen muss, man muss sie aufnehmen wollen. Tatsächlich sind die Flüchtlinge und die Flüchtlingspolitik das Thema gewesen, das der AfD, das kann man, glaube ich, so feststellen, den größten Zulauf beschert hat. Dass sie in den Bundestag einziehen wird, das scheint oder ist so gut wie sicher. Die Frage ist tatsächlich nur, in welcher Stärke? Das ist kein leichtes Feld für Meinungsforscher, weil nicht jeder, den man fragt, gleich offen zugibt, ich wähle die AfD. Hans-Hermann Gockel aber tut es. Hans-Hermann Gockel. Jahrelang war er Moderator bei Sat.1 und später Anchorman bei N24. Nach dem Ende seiner TV-Karriere der überraschende Wandel. Vom seriösen Nachrichtenmann zum Meinungsmacher. Der Journalist fürchtet den Untergang Deutschlands. Ähnlich wie die AfD, die er unterstützt, warnt Gockel vor Linksextremisten, dem Islam und vor Flüchtlingen. Wenn ich in Bielefeld durch die Innenstadt gehe, dann habe ich an manchen Tagen das Gefühl, ich bin im Nahen Osten oder in Afrika. Auf jeden Fall nicht mehr in Deutschland. Für mich ist Deutschland ein Land, dessen Grenzen man schützt und kein Gelände, in das jeder Mohammed, jeder Ahmed und jeder Anis mal locker hineinspazieren kann. Applaus von der AfD. Für die sind das die Sorgen eines Patrioten. Oder sind das in Wirklichkeit ausländerfeindliche Ressentiments? Herr Gockel, was stört Sie an Ausländern in Bielefeld? Überhaupt nichts. Es stört mich nur daran, dass wir über soziale Gerechtigkeit oftmals reden und dann feststellen müssen, dass unsere Sozialkassen strapaziert werden durch Menschen, die sich hier in Deutschland ein schönes Leben machen wollen, ohne dass sie hier den Anspruch darauf haben. Und das trifft auch die, die Sie in Bielefeld dann sehen aus Afrika? Nein, es geht um ein Beispiel. Ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen und ich könnte jede Stadt nennen. Wenn ich in Nordrhein-Westfalen durch die Innenstädte gehe, dann sieht das überall gleich aus, insbesondere im Ruhrgebiet. Das eine ist, dass die Sozialkassen belasten, das ist ein Argument. Aber wenn Sie sagen, Sie gehen auf der Straße in Bielefeld und kommen Sie vor wie in Afrika, ist das ja ein ganz anderes Sentiment. Da geht es ja noch gar nicht um die Sozialkassen, sondern um die Frage, stört Sie das, dass da Menschen sind aus Afrika und aus dem Nahen Osten? Es geht nicht darum, ob es mich stört. Wenn ich in Nordrhein-Westfalen durch die Innenstädte gehe, dann habe ich den subjektiven Eindruck, ich bin in Nordafrika unterwegs oder in Schwarzafrika oder im Nahen Osten. Das ist der subjektive Eindruck. Mhm. Und dann stellt sich der Journalist Hans-Hermann Gockel natürlich auch die Frage, was bewirkt das objektiv? Und dann frage ich Stadtkämmerer im Ruhrgebiet, was ich ja gemacht habe zu den Recherchen meines Buches. Finale Deutschland heißt es. Ja, genau. Und stelle fest, dass die mir sagen, bislang, vor ein paar Jahren noch, haben wir ein Drittel unserer eigenen Steuereinnahmen für Soziales ausgegeben. Heute müssen wir bis zu 100% unserer eigenen Steuereinnahmen für Soziales ausgeben. Und Sie wissen, dass die eigenen Steuereinnahmen der Städte und Kommunen sehr begrenzt sind. Mhm. Die bestehen nämlich nur aus Gewerbesteuer, aus der Grundsteuer B und aus der Hundesteuer. Und das kann nicht sein, weil das geht nämlich genau zu Lasten der deutschen Bevölkerung. Das weiß der Armutsforscher vielleicht? Ja, das hat einfach damit zu tun, dass die sozialen Probleme zugenommen haben. Wenn zum Beispiel die AfD plakatiert, ich sehe das jetzt häufig, da steht dann Grenzen sichern, den Sozialstaat schützen. Man spielt sich also auf als Sprachrohr der politisch Entrechteten und der sozial Vernachlässigten und als Schutzpatron des Sozialstaates. Der Sozialstaat
Altstadt ist doch mit der Agenda 2010 und den Harzgesetzen abgebaut worden, bevor die Flüchtlinge kamen. Also hier machen Sie einen Zusammenhang auf, der so gar nicht besteht. Das eigentliche Problem ist der Oben-Unten-Gegensatz. Natürlich geben die Kommunen heute mehr Geld für Soziales aus. Das müssen sie deshalb, weil die Armut sich bis in die Mitte der Gesellschaft hinein ausbreitet. Aber es sind doch nicht die Kosten der Flüchtlinge. Übrigens, ich meine, in Nordrhein-Westfalen leugnen viele, dass es Bielefeld überhaupt gibt. Aber wenn ich durch Bielefeld gehen würde, ich würde natürlich einen ganz anderen Eindruck haben. Ich würde denken, Mensch, diese Stadt, von der die Münsteraner sagen, es gibt sie gar nicht, ist belebt von Menschen, wo ich sehe, das ist eine moderne Metropole Bielefeld. In einer globalisierten Welt sind da Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Herkunft zu sehen. Und ich wäre begeistert. Es hat mit ihren Ressentiments im Kopf zu tun, dass sie nur die Ausländer sehen und deshalb denken, mein Gott, mein Vorurteil, dass wir überfremdet werden, zeigt sich hier wieder. Also ich will Ihnen mal verdeutlichen, und ich meine das jetzt wirklich ernst, es sind nicht die Migranten, die Sie sehen, die Sie veranlassen, diesen Eindruck zu haben, sondern es ist das Bild, das Sie im Kopf haben, weil Sie das immer bestätigt sehen. Wenn ich zum Beispiel, ich bin der Auffassung, Frauen können nicht Auto fahren. So, noch letzte Woche, ich gehe in ein Restaurant, direkt vor der Tür, ein Auto fährt rückwärts vor einen Laternenpfahl. Ich gucke, es war natürlich eine Frau. Das hat aber nicht damit zu tun, dass die Frauen schlechter Auto fahren, sondern dass ich dieses Vorurteil im Kopf habe. Und wenn ein Mann Mist baut im Autoverkehr, nehme ich es nicht wahr. Aber wenn es eine Frau ist, sehe ich mich bestätigt in meinen Ressentiments den Frauen gegenüber. Und so haben Sie Ressentiments gegenüber den Nordafrikanern, gegenüber Menschen anderer Hautfarbe. Und das ist Ihr Problem. Herr Badem, ganz, ich würde gerne Herrn Badem fragen. Aber ganz kurz noch, weil der Herr Butterwege gerade Bielefeld noch mal thematisiert hat. Ich will noch ein bisschen Marketing betreiben. Für Bielefeld. Nee, tun Sie mir einen Gefallen, weil ich würde gerne über die Sache reden. Ist eine SPD-regierte Stadtregierung, ja. Und der Sozialdezernent der Stadt Bielefeld, in Klammern SPD, baut Neubauwohnungen für die Flüchtlinge und sagt dann der Bielefelder Bevölkerung, der Neubau für diese Flüchtlinge entlastet den Bielefelder Wohnungsmarkt. Richtiger wäre zu sagen, diejenigen, die nicht nach Deutschland hineingehören, müssen raus. Nämlich das würde den Wohnungsmarkt entlasten. So, jetzt Herr Bademsoy, Sie heißen nicht Mohammed und auch nicht Anis, aber Sie heißen Taifun. Trifft Sie eine solche Rede? Ist das Besorgnis tatsächlich, die nachvollziehbar ist? Oder glauben Sie, da ist eine Ausländerfeindlichkeit, ein Ressentiment dahinter? Das ist pure Ausländerfeindlichkeit. Also mich betrifft das auch sehr persönlich, seitdem es die AfD gibt oder früher die NPD, weil ich im Grunde so diesen Populismus auf der Straße richtig spüre. Mein Sohn ist hier geboren und bis jetzt haben beide Kinder im Grunde immer gesagt, sie würden Ausländerfeindlichkeit nicht so spüren auf der Straße. Aber jetzt zum ersten Mal, seitdem es im Grunde die AfD gibt, seitdem es diese Haltung gibt, sagt mein Sohn, ja, er spürt diese Ausländerfeindlichkeit auf der Straße. Und das ist eine Politik, die im Grunde, was Sie ja sagen, wirklich das Land emotional vergiftet. Sie vergiften im Grunde das Zusammenleben von Menschen. Und über die Menschen, die Sie jetzt gerade gesprochen haben, auf der Straße in Bielefeld, Duisburg, je nachdem, 99% dieser Menschen arbeiten, zahlen Steuern, sind eine Wirtschaftsmacht für Deutschland. Wir haben sehr viel getan. Meine Mutter hat sehr viel dafür getan, dass Deutschland das geworden ist, was es ist. Und Sie sprechen uns im Grunde das ab. Das tue ich überhaupt nicht. Oh ja, mit Ihrer gesamten, Programm die Frage, und Haltung. Ich stelle nur fest, dass die Agentur für Arbeit erst letzte Woche eine Zahl herausgegeben hat, dass ein Fünftel der in Deutschland lebenden Ausländer von Hartz IV leben. Wenn Sie keine Arbeit bekommen, dann werden Sie natürlich so genau. Ja, weil Sie sagen 99%. Die große Frage ist, wie geht man mit der Partei um, wenn sie in den Bundestag geht? Frau Göring-Eckardt sagt, da kommen Nazis ins Parlament. Herr Schick, das sagt auch Sigmar Gabriel. Zum ersten Mal werden da wieder Nazis im Bundestag sprechen. Ist das übertrieben, das so zu nennen? Das ist insofern nicht übertrieben, weil da Nazis dabei sind. Ich würde aber nicht grundsätzlich sagen, dass man mit Mitgliedern der Partei und mit Abgeordneten in der Zukunft dieser Partei sich nicht auseinandersetzen muss. Das ist das, was ich vorhin schon meinte. Ich finde es ganz wichtig, dass man das Gespräch sucht, dass man nach den Ursachen forscht. Es gibt bestimmte Leute in der AfD, die man mit Sicherheit noch abholen kann und die überzeugen davon kann, dass eine pluralistische Gesellschaft, dass eine Gesellschaft, in der Freiheit ein ganz hohes Gut ist, in der Menschenrechte ein hohes Gut ist, tolerant, Vernunft, dass diese Gesellschaft, diese Welt
lebenswert und erstrebenswert ist. Die muss man abholen. Es gibt bestimmte Leute, die kann man nicht mehr abholen. Ich finde bestimmte Aussagen. Und das sind so, es sind so diese Nuancen. Wenn man das Grundgesetz aus dem Jackett rauszieht und sagt, es ist eine Waffe, das ist eine Tonlage. Da schlägt mein Herz schneller. Paragraph 1 des Grundgesetzes ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar. Paragraph 1, jetzt bin ich dran. Paragraph 1 der Europäischen Charta ist, die Würde des Menschen ist unantastbar und nicht die Würde des Europäers ist unantastbar. Und dann dieses, dass Sie sagen, Flüchtlinge, die nicht hierher gehören, das sind Nebensätze. Das muss überprüft werden, ob Flüchtlinge hierher gehören. Und dazu haben wir ein Gesetz. Und dazu haben wir eine Verfassung. Und wir Deutsche, ganz kurz, Frau Maschberger, wir Deutsche, wir können so stolz sein auf diese Verfassung und auf diese Geschichte unseres Landes seit 1945. Und unsere Gesetze und unsere Grundverfassung sind mit den Erfahrungen vor 1945 kreiert worden. Und wir haben blutig gelernt, diese Werte zu kreieren und dafür zu kämpfen. Und das in Frage zu stellen und durch Nuancen und durch Sprüche, was Taifun sagt, diese Atmosphäre zu vergiften, das schadet Deutschland mehr als Leute, die fliehen. Und viele haben einen Grund. Diese Reise, die viele Flüchtlinge auf sich genommen haben, macht keiner ohne Grund. Und auch nicht des guten Wetters in Deutschland wegen. Und deswegen... das war der... Deswegen? Kommt da noch ein Satz? Ich habe den Faden verloren. Entschuldigung, der hat jetzt fing an mit dem guten Wecker. Aber ich meine, Herr Gockel argumentiert. Darf ich Frau Glas und Herrn Markwort auch was fragen zur AfD? Tatsächlich, Frau Glas, Herr Altmaier, CDU-Mitglied, sagt, man soll eigentlich lieber nicht wählen gehen, als der AfD die Stimme zu geben. Finden Sie das richtig? Nein, ich finde, jeder, der wählen darf, sollte wählen gehen und sollte sich die Programme genau anschauen. Und jeder Mensch, der nicht wählen geht, wählt dann sozusagen die AfD meines Erachtens oder die linke oder rechte Rand. Haben Sie ein Gefühl zur AfD? Mir ist es, da gibt es so viele Menschen bei der AfD, die einen dann ein bisschen smart sind und eigentlich ganz cozy. Und dann sind die Nächsten, die hauen dir wieder Dinge rein, wo du sagst, es ist ja Wahnsinn, wie kann so jemand so etwas sagen? Und es wird dann immer so weggewischt, naja, so war es ja auch nicht und geht schon. Und ich denke, dass diese Nuancen, dass Leute plötzlich da sagen, ja, eigentlich denke ich das heimlich auch. Also das finde ich ganz grauenvoll, dass man da eigentlich solche Instinkte wieder lockt und holt. Herr Markwort, Herr Schäuble sagt, es wäre eine Schande für die Demokratie, wenn die AfD im Bundestag sitzt. Ist es Ihrer Meinung nach auch gut? Ich würde erst mal gern zu Herrn Altmaier noch was sagen. Ja. Nicht wegen der Nichtwählerei, er hat ja noch was gesagt. Ich glaube, dass der Panik hat. Er hat gesagt, um Himmels Willen geben Sie keine Stimme der FDP. Die CDU hat keine Stimmen zu verleiten. Das ist die typische Arroganz der CDU, weil die CDU hat gar keine Stimme zu verleiten. So. Er hat seine Stimme und Frau Merkel und er kann über niemand anderes Stimmen verfügen. Herr Altmaier, war das und die AfD im Bundestag eine Schande oder gut für die Demokratie? Also ich sitze ja hier, um für die FDP zu werben und tue das auch mit Nachdruck. Aber ich muss feststellen, dass es in ganz Europa rechtskonservative, rechtsnationale Parteien in den Parlamenten gibt, die sich arrangiert haben. Und das finde ich nichts Besonderes. Diese Nazi-Geschichte halte ich nicht für in Ordnung. Gut. Die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, hat 6 Millionen Juden umgebracht. Die hat das parlamentarische System zerstört. Ja, beruft sich ja auf die Verfassung. Und sie hat alle anderen Parteien verboten. Das sehe ich im Programm der AfD nicht. Ich glaube, dass sie sich nach ein paar Jahren so zurechtfinden werden, wie die am Anfang auch verteufelten Grünen. Aber Herr Markwort, darf ich da ganz kurz was zu sagen? Im Parteiprogramm der AfD steht, dass sie eine Kultur, eine deutsche Kultur möchte, die sich auf Werte des Humanismus, der Aufklärung und des Christentums beruft. Und des Brauchtums. Und es braucht uns. Wunderbar. Christentum verbinde ich mit Barmherzigkeit, Humanismus verbinde ich mit Toleranz, Aufklärung verbinde ich mit Vernunft. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man sagt, im Programm der AfD steht das und das. Okay, eine Sache. Aber was wird gesagt? Dann hören Sie sich mal an, was teilweise auf Parteiveranstaltungen der AfD gesagt wird. Und das hat mit dem Programm der AfD teilweise nicht mehr viel zu tun. Ich würde das gerne überprüfen, dann, wenn Sie vermutlich im Bundestag sind. Herr Butterwege hatte ein Wort gesagt, nämlich das eigentliche Problem in diesem Land ist das soziale
dass es sozial nicht funktioniert, dass es kaputt ist, da würde ich gerne einhaken. Ich finde, dass Herr Marquardt da so eine Verharmlosung vornimmt. Also dass es, was ja richtig ist, in Frankreich, in Holland, in vielen anderen, nicht nur europäischen Ländern, Rechtspopulisten gibt, die große Wahlerfolge feiern. Das ist richtig. Nur, ich finde, Deutschland ist vielleicht auch ein Sonderfall. Also das, was in anderen Ländern als normal akzeptiert werden kann, kann angesichts unserer Geschichte mit dem Nationalsozialismus vielleicht bei uns nicht unbedingt als normal angesehen haben. Ich muss hier einen Punkt machen, damit wir auch die Gelegenheit haben, über die anderen Parteien zu reden. Einiges von dem, was Sie sagen, können Sie vielleicht noch mal dann anbringen, wenn wir über die Linkspartei reden. Wir wollen über die SPD reden, und zwar aus dem Grund, weil man ja auch fragen kann, wer steht für soziale Gerechtigkeit in diesem Land? Der eine hat sich das auf die Fahnen geschrieben, nämlich der SPD-Kanzlerkandidat. Er ist mit sehr viel Zustimmung gestartet. Wenn er heute noch wiederholt, ich möchte Bundeskanzler werden, lächeln einige. Wer gibt Martin Schulz noch eine Chance? August 2016. Die SPD hat ein prominentes Mitglied mehr, Schauspieler Clemens Schick. Er spielte an der Seite von Daniel Craig im James-Bond-Film Casino Royale. Jetzt kämpft er für den James Bond der SPD, wie sich Kanzlerkandidat Martin Schulz selbst ironisch nannte. Dessen Gegenspielerin heißt Angela Merkel. Gerhard Schröder, Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück, sie alle hatten keine Chance gegen sie. Und Martin Schulz? Schafft er das, woran nur noch wenige glauben, und besiegt am Sonntag Angela Merkel? Es war Martin Schulz, der ein bisschen selbstironisch gesagt hat, ich bin der James Bond. Der SPD. So haben wir es aber auch gesagt. Sie kennen Martin Schulz, Sie haben es ja vorher gesagt, ein bisschen länger schon als EU-Parlamentspräsident. Mhm. Glaubt er selber noch, dass er es schafft? Glaubt er den Satz, den er sagt, wenn ich Bundeskanzler bin, kann Frau Merkel bei mir Ministerin sein? Ich habe ihn jetzt heute nicht gesehen, aber ich glaube, wenn jemand nach so einem Amt strebt, muss er auch an den Erfolg glauben, weil das Kraft gibt. Und wenn jemand so überzeugt ist wie Martin Schulz von dem, wie er handelt, glaube ich das sehr wohl, ja. Sie sind 2016 eingetreten. Ja. Warum? Und warum die SPD? Ich versuche immer, ich bin kein intellektueller Mensch, mit Sicherheit nicht, versuche immer, wenn ich irgendwann was begriffen habe, zu handeln. Und ich habe irgendwann begriffen, dass diese Welt, in der ich lebe, diese Demokratie, diese Freiheit, in der ich mein persönliches Leben und in der ich auch mein berufliches Leben leben kann, dieses Europa, dass das auf unserer Demokratie aufgebaut ist und dass zu dieser Demokratie Parteien dazugehören. Mhm. Und ich wollte weg von diesem, die Parteien, die Politik. Und ich habe gedacht, wenn ich dem selber nicht eine Chance gebe und es ausprobiere, kann ich eigentlich nicht darüber reden. Und ich habe durch persönliche Begegnungen mit damals dem Außenminister Steinmeier, mit Malu Dreyer, mit Nahles und am Ende mit dem Programm der SPD, das, was ich davon kennengelernt habe, festgestellt, dass das die Partei ist, wo ich am ehesten den Kompromiss eingehen kann, eine Mitgliedschaft. Mhm. Und ich sage das deswegen, weil für mich gehört das auf eine Art und Weise dazu, weil es ist eine Volkspartei, die sehr viele Leute erreichen muss. Mhm. Und es war für mich nicht einfach zu sagen, ich gehöre dieser Partei zu, trete hier bei. Aber am Ende fühlte sich sehr gut an, muss ich sagen. Frau Glas, in den 70er Jahren war es für Schauspieler und Künstler ein Must, in die SPD einzutreten, ja, oder zumindest Willy Brandt zu unterstützen. Ihr Vater, verständlicherweise. Ja, die Frage ist, Sie haben es ja nicht getan. War das schon ein revolutionärer Akt sozusagen? Ja, ich bin damals halt gegen den Strom geschwommen, weil es war damals einfach so, dass man gesagt hat, das musst du machen. Wenn du weiter Karriere machen möchtest und beim neuen deutschen Film dabei sein willst, dann musst du das machen, egal was du wirklich willst. Und das fand ich derartig undemokratisch und für mich auch, das könnte ich nicht machen. Andere Zeit. Und dann war mein Vater ein überzeugter Sozialdemokrat, deswegen kam ich sowieso schon mit großen Kampfgeist aus der Familie raus, weil ich natürlich mit meinem Vater sehr viel diskutiert und gestritten habe, natürlich wegen der Vergangenheit auch. Und ich habe mir einfach gedacht, ich bin selbstständig, ich
bin freischaffend. Ich muss mein Leben alleine hinkriegen. Und ich habe einfach gesehen, als Freischaffender, ich stehe im Wind. Ich kann niemand sagen, gib mir doch bitte mein Gehalt. Ich wollte immer unabhängig sein. Und deswegen habe ich mich so entschieden. Und vor allem eigentlich auch tatsächlich aus Trotz, weil ich fand damals das Diktat unerträglich. Sie haben mir mal gesagt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das 68 war. Auch wegen des S bei der CSU, Sozial, das ist eine große Richtung bei Ihnen. Die Frage ist, wer steht denn heute eigentlich für soziale Politik? Steht Martin Schulz dafür? Ihrer Meinung nach, Herr Marquardt, ausnahmsweise nicht über die FDP reden, sondern mal als politischer Beobachter über die SPD. Steht der für soziale Gerechtigkeit? Er hat ja die soziale Gerechtigkeit zu seinem Motto gewählt. Aber das finde ich einen engen Begriff von Gerechtigkeit. Es geht auch um Leistungsgerechtigkeit, um Steuergerechtigkeit, viele andere Gerechtigkeitsformen. Ich denke mal an das Buch, was gerade erschienen ist, vom Vorsitzenden des Deutschen Richterbunds, Das Ende der Gerechtigkeit. Es gibt so viele Gerechtigkeitsprobleme in diesem Land. Und deswegen denke ich, Martin Schulz hat da zu eng gegriffen, indem er nur diese Umverteilungsgerechtigkeit gewählt hat. Ist er der falsche Kandidat eigentlich, wenn man sich anguckt, wie toll... Aber zu dem Thema Gerechtigkeit ist Martin Schulz. Sofort, wie toll Sigmar Gabriel jetzt dasteht? Na ja, gut, der Sigmar Gabriel, er wird froh sein, dass ihm die drei Niederlagen in den Landtagswahlen nicht angeklebt werden können. Und die kommen da auch noch, ja. Mhm. Aber... er hat ja in Europa seine politische Leistung gebracht und da hat er für europäische Ungerechtigkeit gesorgt. Ich wundere mich, dass andere Parteien das nicht aufgreifen. Und noch ein Feld, aber Sie wollten zur Gerechtigkeit sagen. Es ist Andrea Nahles, die den Mindestlohn durchgesetzt hat. Wofür zum Beispiel Martin Schulz gekämpft hat und jetzt gerade auch kämpft, was eine Bedingung ist, wo wir auch uns darüber unterhalten könnten, was macht die CDU für eine Frauenpolitik, ist zum Beispiel, dass Frauen, dafür kämpft die SPD, aus der Teilzeit zurückkehren können in eine Vollzeit, wenn sie zum Beispiel Kinder großgezogen haben. Dafür steht die SPD. Da macht die CDU, wo die eine weibliche Vorsitzende hat, nichts. Mietpreisbremse, das sind alles sozusagen Punkte, die ich auch vorhin schon gesagt habe. Mietpreisbremse ist eine Katastrophe. Wenn Martin Schulz wirklich Umverteilung anstreben würde, aber dazu müsste man doch zum Beispiel eine Vermögensteuer wieder erheben, die noch im Grundgesetz steht. Also ich habe ein Problem mit Martin Schulz, das betrifft seine Glaubwürdigkeit. Wenn auf dem Wahlparteitag der SPD Gerhard Schröder als Hauptredner unter der Losung des Parteitages und der Wahlkampagne von Martin Schulz, Zeit für mehr Gerechtigkeit, das Hauptreferat von Gerhard Schröder gehalten wird, also demjenigen, der die Agenda 2010, den Niedriglohnsektor, die Hartz-Gesetze und vieles mehr an sozialer Ungerechtigkeit zu verantworten hat, dann finde ich, hat die SPD ein Glaubwürdigkeitsproblem. Neben der sozialen Gerechtigkeit müsste nämlich Glaubwürdigkeit und Gradlinigkeit ein Gegenstand der SPD sein. Und ich glaube, da hapert es. Und das nehmen eben die Menschen auch Martin Schulz nicht ab. Er hat den Inhalt nicht gebracht. Er hat diesen Begriff soziale Gerechtigkeit doch gar nicht mit Inhalt gefüllt. Er hat im Grunde das als Motto seiner Wahlkampagne vorgestellt. Viele Menschen waren begeistert. Die Umfragen für die SPD gingen nach oben, was mich gefreut hat. Weil ich gehofft habe, Martin Schulz würde sehen, er kann nur Kanzler werden mit den Grünen und mit der Linken zusammen. Mhm. Und dann ist nichts mehr nachgekommen und die Menschen haben die SPD auch wieder fallen lassen, so wie eine heiße Kartoffel. Und entsprechend sind die Umfragewerte wieder in Vielleicht deshalb, weil er sich nach der Saarlandwahl, die verloren ging, wo es hieß, vielleicht geht die SPD mit der Linken zusammen, eben nicht bekannter zu den Linken. Jedenfalls kann man feststellen, dass die Agenda 2010 für die Linke sehr lange ein Punkt war, der Ihnen Wähler zugeführt hat. Man kann auch sagen, Sie stellen in der Sozialpolitik die radikalste Forderungen, vielleicht auch deshalb, weil Sie es im Bund nicht umsetzen müssen. März 2017. Der parteilose Armutsforscher Christoph Butterwegge kandidiert für Die Linke bei der Wahl zum Bundespräsidenten gegen Frank-Walter Steinmeier. Butterwegge und Die Linke vereint im Kampf für die Armen. Politische Gegner halten ihre Forderungen für radikal. Die Abschaffung von Hartz IV. Ein Spitzensteuersatz von 75% für Einkommensmillionäre. Die 30-Stunden-Woche. Und ein Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Sind solche Forderungen politisch umsetzbar?
Herr Butterwegge, greifen wir uns noch mal die Spitzensteuersatz. 75% für Einkommensmillionäre raus. Man muss einen ziemlich guten Grund haben, um jemanden von seinem Verdienst 75% wegzunehmen. Sehen Sie diese Art Notstand in Deutschland gegeben? Also, das ist schon eine falsche Vorstellung, okay, 75% wegzunehmen. Sondern der Einkommensmillionär, der da mit diesem Steuersatz von 75% belegt wird, der hat ja zunächst mal ein Einkommen bis zu 1 Million. Wofür da muss er die 75% noch nicht zahlen. Da zahlt er und nur für, so, 48. Bitten Sie, ich wäre sehr gerne bereit, 90% oder 95% den Spitzensteuersatz zu zahlen. Wenn zum Beispiel mein Einkommen, mein Jahreseinkommen 5 oder 10 Millionen Euro wäre, warum würde ich das denn nicht machen sollen? Da bliebe immer noch genug übrig. Aber die Staatskassen sind ja voll. Die sozialen Probleme sind ja voll. Sind voll, aber die soziale Infrastruktur zerfällt, die Verkehrsinfrastruktur, die Brücken sind marode. Gucken Sie mal alleine, es ist heute so, dass von den Grundschülern die Hälfte nicht schwimmen kann. Warum? Weil allein im letzten Jahr mehr als 100 öffentliche Bäder geschlossen worden sind. Also der Staat braucht doch Mittel, auch wenn die Steuereinnahmen zurzeit fließen, fehlt es hier und dort. Und um solche Leistungen vollbringen zu können, die Infrastruktur auszubauen, zum Beispiel mehr Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Schulpsychologin, wie es die in den skandinavischen Ländern gibt, allen Menschen, in diesem Falle Schüler und auch Kita-Kinder, denen ein warmes Mittagessen zu geben. Das gibt es bei uns nicht. Ja. Es muss bürokratisch beantragt werden im Bildungs- und Teilhabepaket. Und das gäbe es, wenn man einen Spitzensteuersatz hätte von 75, dann 80, 90%. Dann wäre vieles machbar. Darf ich erst mal Frau Glas fragen, weil Sie wirklich an den Schulen sind, wo arme Kinder sind. Sie machen da sozial unheimlich viel. Ich finde, Herr Butterwegge hat einen verlockenden Gedanken einmal geschrieben. Der nimmt eine reiche Geschwisterfamilie, ein Geschwisterpaar, die BMW-Erben, dann kriegen die im Mai 2017 eine Rekorddividende von 1 Milliarde Euro. Und 74 Millionen. 1 Milliarde und 74 Millionen Euro. Das sind die reichsten Kinder im Land, nämlich die Erben dieses Konzerns. Wollte ich gerne Konzerns. Die Frage an Frau Glas stellen, die Sie eigentlich formuliert haben in einem Aufsatz. Ist das nicht für Sie auch ein verlockender Gedanke zu denken, wie viele Schulen man von dem Geld sanieren könnte? Ja, also ich denke, wenn wir das oben drüber sehen, wenn man sagt, wenn ich jetzt 10 Millionen Euro im Jahr verdiene, wer verdient es schon 10 Millionen Euro? Also ich muss mal sagen, ich glaube nicht, dass es so viele sind, dass wir zu guter Letzt das so ein wahnsinniges Geld kriegen, dass wir dann alle wunderbar saniert sind. Aber ich möchte sagen, dass wir, weil ich will das noch mal ausholen, also wir gehen an Brennpunktschulen, ja, wo wir bedürftige Kinder mit einem täglichen Frühstück versorgen. Und wenn ich mir das angucke, wir haben in München, sagen wir mal, Kinder mit 95 Migrationshintergrund. Genau. Aber wir haben zum Beispiel in Berlin Schulen, die sind 100% deutsch, 100% Hartz-IV-Empfänger. Ja, also das ist also mit zu guter Letzt sehr, sehr gemischt. Und wir sind inzwischen an 8 Stationen in ganz Deutschland, versorgen jeden Tag aber über 8000 Kinder. Aber hätten Sie auch ganz gerne, dass der Staat das macht? Sie müssten es nicht tun. Darum geht es ja an Butterwege. Aber es geht und wenn ja er immer Geld darum, hat, dann ja, aber wissen Sie, ich sag, wenn wir als Gesellschaft so werden, dass wir sagen, es geht mich alles nichts an, soll mal der Staat ein bisschen machen und ich setze mich hin und fahre in Urlaub und lasse einen Herrgott einen guten Mann sein. So geht es nicht. Wir hoffen natürlich schon, dass durch unsere Arbeit man auch sieht, dass der Bedarf da ist. Ja. Dass es eben Kinder gibt, die aus irgendeinem Grund kein Abendessen bekommen, kein Frühstück bekommen, kein Pausenbrot dabei haben und kein Geld haben, um ein Mittagessen zu bestreiten. Und in einer kaputten Schule sind. Dafür kann doch so Herr Butterwegge sagen. Frau Glas, mit hohem Respekt sehe ich, was Sie da machen gegen die Kinderarmut. Aber wieso soll denn das Kind in Schleswig-Holstein oder in Brandenburg, wo Sie vielleicht nicht hinkommen mit Ihrer Aktion, warum soll das denn nicht genauso ein Frühstück und ein warmes Mittagessen bekommen? Aber das Geld, also das fände ich, und das kann nur der Staat leisten. Soll denn die Reichen entscheiden, was die Armen bekommen? Ich möchte gerne so gern was zu Herrn Butterwegge sagen. Das ist jetzt die Frage. Ja. Soll der Staat das machen? Kann er das machen? Müsste er das nicht längst getan haben? Nein, der Markt soll alles machen. Ja, aber wird der Herr Butterwegge, genau wie Sarah Wagenknecht, redet am liebsten von wahnsinnig reichen Millionären. Das sind ja Gruselgeschichten. Das große Problem über 5000 Einkommen. Das große Problem der deutschen Steuerzahler sind die mit dem Einkommen zwischen 27.000 und 150.000 oder 80.000. Die zahlen nämlich Spitzensteuersätze. Früher war das so, dass
18-fache des Durchschnittseinkommens zum Spitzensteuersatz geführt hat. Heute schon beim anderthalbfachen, weil die kalte Progression permanent wegfrisst, was die Leute dazu verdienen. Das ist ein Problem, was viele Menschen beschäftigt und nicht die wenigen Millionäre. Aber die Frage ist, ob man mit dem Geld der Millionäre nicht die Schulen sanieren könnte. Sehen Sie den Mangel, den Herr Butterwegge beschreibt? Ist dieses Land so, wie Herr Butterwegge es beschreibt? Kaputte Schulen, kaputte Infrastruktur, arme Kinder, arme Alleinerziehende, arme Rentner. Das ist ja das, was die Linkspartei beheben möchte. Deutschland gibt die Hälfte seines Etats, das sind 330 Milliarden, für Soziales aus. Ja? Der Sozial Kosten steigen höher als die Wirtschaft. Und wir haben irrsinnig viele Vorkehrungen mit Grundsicherung und mit tausend Problemen, mit denen Armen geholfen wird. Das ist ein Gruselbild, was der Professor Butterwegge zeichnet. Ja, die Leute, die mit Leidenschaft arbeiten, die tun zum Teil so, wenn sie nicht selber selbstständig sind, als würde ihnen die Firma gehören. Die werden schlecht behandelt, über die würde ich gerne reden. Das dürfen Sie, aber wir reden jetzt über die Armut und fragen auch Herrn Gocke, ob die Große Koalition in der Armutsbekämpfung versagt hat, wie Herr Butterwegge das feststellt. Also erstmal zu Herrn Butterwegge eine Feststellung und eine Frage. Die Feststellung, dass die Länder des Kommunismus ja nicht daran gescheitert sind, dass sie ihre Millionäre zu 95% besteuert haben, sondern sie sind daran gescheitert, dass sie alle gleich gemacht haben. Und jetzt kommt meine Frage. Die Linkspartei propagiert ja den demokratischen Sozialismus, den es ja in Deutschland nicht gibt, den demokratischen Sozialismus. Nennen Sie mir doch bitte ein Land auf der Welt, das Ihnen als Vorbild dient. Ich muss kein Land als Vorbild haben. Erst recht nicht diese Länder, auf die Sie eben hingewiesen haben. Also dieser reale Sozialismus, der gescheitert und zusammengebrochen ist, ist nicht das Vorbild. Aber ich sehe, genauso wie übrigens im SPD-Programm steht auch der demokratische Sozialismus. Warum soll es denn nicht möglich sein, mehr soziale Gerechtigkeit in einem Land wie dem unseren zu verwirklichen? Aufgrund auch des Reichtums, der uns zur Verfügung steht, durch Umverteilung von oben nach unten. Und das gleichzeitig demokratisch zu bewerkstelligen. Also ich denke, Demokratie ist übrigens mehr als alle 4 oder alle 5 Jahre, worauf sich jetzt leider die etablierten Parteien zum Bundestag einigen. Nur noch 5 Jahre wählen zu lassen, das ist weniger Demokratie. Aber für mich gehört zur Demokratie auch, dass jemand in der Lage ist, zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter im Hartz-IV-Bezug, davon gibt es 600.000, nur damit Sie nicht sagen, es gibt diese Realität nicht, der Butterwegge beschreibt. Wenn eine solche alleinerziehende Mutter am 20. des Monats nicht mehr weiß, wie sie was Warmes auf den Tisch bekommen soll für ihr Kind, dann kann sie doch nicht demokratisch sich beteiligen an politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen. Deswegen ist ein entwickelter, großzügiger Sozialstaat die Grundlage, die Basis für eine Demokratie, zumindest wie ich sie verstehe. Und demokratischer Sozialismus will eben beides. Mehr Demokratie, mehr Mitbestimmung, mehr Partizipation. Die Armen gehen übrigens kaum noch zu Wahlen. Diejenigen in der Mittelschicht, die Angst vor dem sozialen Abstieg haben, wählen womöglich die AfD. Das ist doch ein Problem, was soziale Wurzeln hat. Diese Probleme müssen beseitigt werden. Und der Reichtum dafür wäre vorhanden. Vorausgesetzt eben, Herr Markwort, dass eben die FDP, die Eliten, die wirtschaftlich Mächtigen, das nicht blockieren würden. Ja, dann kommen wir die zur FDP. Die bringen das Land voran. Bevor Sie auf die FDP eingehen wollen. Wenn er mich immer an, dann muss ich auch mal was sagen. Ja, aber wir machen einen kleinen Rückblick, bevor wir wirklich über die FDP reden. Weil die FDP war ja die Partei, die hier einmal schon durchmarschiert ist, vor ein paar Jahren. Danach war sie nicht mehr im Bundestag. Und die Frage, die sich manche stellen, ist, würden Sie es denn diesmal besser machen, jetzt mit Ihren vielen Prozenten, die hinter Ihnen stehen? Wahlabend 2009. Die FDP im Rausch. Fast 15% holen die Liberalen unter Guido Westerwelle, sichern sich damit das Ticket in die Bundesregierung. Mit großen Versprechungen war die FDP in den Wahlkampf gezogen. Wir Liberale werden einen Koalitionsvertrag nur unterzeichnen, wenn darin ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuersystem aufgeschrieben worden ist. Schon in den ersten Monaten der schwarz-gelben Regierung wird klar, vom Wahlprogramm bleibt wenig übrig. Statt des einfachen Steuersystems für alle Bürger kommt lediglich die Senkung der Mehrwertsteuer für Hotelübernachtungen. Klientelpolitik schimpft die Opposition. Die Quittung der Wähler kommt im September 2013. Die FDP scheitert an der 5%-Hürde und fliegt aus Kabinett und Parlament. Kann man der FDP dieses Mal vertrauen?
Herr Marquardt, Sie haben ja gesagt, seit 68 Parteimitglied, 1970 haben Sie sogar in Bayern mal für die FDP kandidiert. 2009 sind die zerschellt und Christian Lindner war damals im Bundesvorstand, der hat dieses Programm mitverfasst, der war dann Generalsekretär nach dieser Wahl. Warum um alles in der Welt sollen wir denn glauben, dass Sie es jetzt diesmal, wenn Sie die Chance hätten, besser machen? Ich kenne viele Leute aus der damaligen Zeit, die an Guido Westerwelle Briefe geschrieben haben, flehende, drohende, bittende, es soll um Himmels Willen nicht Außenminister werden, sondern Finanzminister. Ja, mehr netto als brutto hieß das damals. Das war das zentrale Thema, warum ihn viele gewählt haben. Und das hat er versemmelt. Ja, als Außenminister hat er sich gesonnt. Das war ein Fehler. Nur als Finanzminister kann man an einer Steuerreform. Nur daran ist es gescheitert, dass der Guido in der Welt geflogen ist und nicht zu Hause. Naja, weil wenn ich das zentrale Thema Steuer habe, muss ich auch die Verantwortung dafür suchen. Aha. Und er hätte als Finanzminister können Sie viel machen. Als Außenminister, wo Sie sowieso eigentlich nur die Hilfskraft von der Kanzlerin sind, die ja alle wesentlichen außenpolitischen Termine selber mitnimmt, können Sie zwar viel im Fernsehen sein, in der Tagesschau, aber Sie können finanziell nichts bewirken. Der Lindner sagt ja, wir machen denselben Fehler nicht wieder. Es wird sehr schwer, es ist offensichtlich die FDP eine Ein-Mann-Partei. Zuerst hat Guido Westerwelle alles bestimmt. Vorher war es eine Ein-Thema-Partei und jetzt ist es eine Ein-Mann-Partei. Also Ein-Mann-Partei. Ist der Macron eine Ein-Mann-Partei? Der hat auch als Alleiniger die Partei hochgezogen. Ich könnte Ihnen ganz viele gute Leute aus den FDP-Listen aufzählen. Aber Sie wissen doch, dass die Parteien kein Entsenderecht in die Talkshows haben. Alle wollen den Lindner haben. Alle wollen den Lindner haben und jemand anders nicht. Vielleicht noch Kubicki und Graf Lambsdorff. Und dann kommen Leute wie Sie, die selber den Lindner wollen, weil er der Star ist, die sagen dann, ihr seid eine Ein-Mann-Partei. Also, wir haben auch schon andere eingeladen. Herr Bademsoll, glauben Sie, dass die FDP es diesmal hinbekommt oder machen die dann in der Koalition doch wieder alles anders? Also ich habe die FDP als die Nuttenpartei immer bezeichnet. Gut, dass weil sie immer mit das jedem qualifiziert Grunde, sie aber wirklich. Weil sie immer mit jedem im Grunde ins Bett geht, wo sie einfach einen Platz und einen Stuhl bekommt. Die FDP ist immer umgekippt und wird es auch diesmal tun. Die Politik, die die FDP haben möchte, die ist einfach zurzeit nicht möglich. Wir haben ganz andere Probleme. Und das größte Problem, was wir haben, ist im Grunde die Umwelt. Kommen wir auch noch dazu. Aber das hat die FDP tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ist es die Partei der sozialen Kälte, Herr Butterwege? Ja, das ist sie immer noch. Also sie hat zwar jetzt in ihrem neuen Programm die Steuern hinten stehen und bei Guido Westerwelle war das ganz vorne, aber sie ist genau noch die Steuersenkungspartei für die Besserverdienenden. Ich will mal so Widersprüche aufzeigen. Was muss man sich hier für Klischees Herr anhören? Nuttenpartei, Besserverdienende. Nein, das ist doch die Vermehrung, was sie da machen. Und darunter macht sie es gar nicht. Die weltbeste Bildung für jeden. Das ist doch eine gute Forderung. Sie ist gerade in die Regierung eingezogen. Sie ist für Studiengebühren, also eine Bezahlschranke in der Bildung für die Kinder aus sozial benachteiligten Familien, die das natürlich abschreckt, wenn sie Studiengebühren zahlen müssen. Ein anderes Beispiel. Die FDP fordert jetzt nach der Schuldenbremse eine Subventionsbremse. Die größte Subvention hat der Bundesrechnungshof festgestellt, die es in der Bundesrepublik gibt. 5,7 Milliarden Euro ist die Verschonung der Firmenerben von der Erbschaftssteuer. Das will die FDP sogar noch toppen. Sie hat im Wahlprogramm die Forderung, die Gattin des Multimilliardärs soll erben können, ohne Erbschaftssteuer zu bezahlen. Gleichzeitig sagt sie, Leistung muss sich lohnen. Es ist aber keine Leistung, die Gattin eines Firmenbesitzers manchmal schon zu sein. Herr Martin, ja. Sie haben das Wort. Jetzt hat er es wieder mit den Milliardären. Vorher. Die größte Subvention, unter der jeder Familienhaushalt, jedes Unternehmen leidet, sind die Kosten für die erneuerbare Energie. Wir haben den höchsten Strompreis auf der ganzen Welt, 80% davon staatlich verursacht. Das ist eine Subvention, gegen die meiner Ansicht nach die FDP zu Recht vorgeht. Darüber reden Sie nicht. Die Stromsteuer, die Benzinsteuer, das ist doch vernünftig, dagegen vorzugehen. Wollen Sie über die Erbschaftssteuer auch reden? Frage ich nur einfach, weil wenn jeder jetzt seine Steuer reinbringt... Ja, aber die Erbschaftssteuer ist durch, da wird jetzt nichts dran geändert. Aber diese Stromsteuer, die jeden Haushalt betrifft, Sie haben ja völlig recht, da gebe ich Ihnen gern recht, dass die unteren Einkommen, von denen immer geredet wird bei einer möglichen Steuersenkung, gar nichts davon haben, weil sie kaum Steuern zahlen.
sozusagen Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Ja, aber absolut. Die ganz Reichen haben was davon. Nein, alle haben was davon. Das ist seit 25 Jahren versprochen worden. Aber ich sage Ihnen doch, die Stromsteuer. Nein, muss Ihnen nicht bezahlen, wenn sie nicht ein monatliches Einkommen von mindestens 4.050 Euro hat. Und das haben ganz wenige. Die Abschaffung des Soli ist versprochen worden. Und wenn die Politik glaubwürdig bleiben will, muss ich es auch das können auch wir noch nein, aber noch dann. Die Stromsteuer kommen wir vielleicht noch mal, wenn wir über die Grünen reden. Ich würde gerne über die Stromsteuer trifft auch seine Kundschaft. Ihre Leute, Sie als Armutsprofessor, wissen, dass die alle viel Strom steuern. Ich finde es schlimm, dass die Konzerne befreit sind, weil sie meinetwegen Stahl. Rede von Ihrer Kundschaft, die viel Strom zahlt. In der Runde einmal zu Wort kommen lassen, Frau Glas. Es ist ja, wenn ich es richtig gesehen habe, gehören Sie zu denen, die gerne Schwarz-Gelb sich wünschen würden als eine der möglichen Koalitionen. Warum? Was gefällt Ihnen an der FDP? Warum glauben Sie, dass das hat einmal nicht funktioniert? Erstmal würde ein anderer Wind reinkommen und dann, glaube ich, hätten wir eine starke Opposition. Dann es wird sich wieder mehr rühren, es wird mehr diskutiert, es wird mehr gestritten, glaube ich. Okay. Und es wird vielleicht mehr erarbeitet dadurch, wenn es so gemütlich dahin schwimmt. Ich weiß nicht, wenn wir wieder eine große Koalition bekommen. Aber worüber haben Sie gelacht, Herr Schick? Über den Wein. Weil? Nein, nur. Weil Sie den nicht als neu empfinden, wenn es schwarz-gelb wird, oder warum? Nein, nur weil Frau Glas kurz gesagt hat, dass sie neuer Wein eingeschenkt wird und dann aber neuen Wind meint. Egal. Aber was ich glaube, was bei Schwarz-Gelb garantiert passiert, das, was Sie gerade gesagt haben, was wir in unserer Gesellschaft brauchen, ist Solidarität. Mhm. Und das gäbe es da nicht. Oh nein, und ich glaube ganz sicher, dass wenn Schwarz-Gelb wieder an die Regierung kommt, viele können sich daran nicht erinnern, dass alles, was sozusagen von der SPD mit erarbeitet wurde, was ich gesagt habe, wie zum Beispiel Mindestlohn, wird ausgehöhlt. Mietrecht, was Sie gesagt haben, dass die Mietpreisbremse für viele ein Albtraum ist, für Hausbesitzer garantiert. In Nordrhein-Westfalen wird sie schon jetzt abgeschafft. Das ist eine Wohnbaubremse. Ist das. Ich bin ein absoluter Anhänger des Eigentums von Wohnungen und Häuslern. Für die Reichen ist es nein, für alle. 58% über 50% der Deutschen wohnen in der eigenen Wohnung. Herr Schick hatte das Wort und darf es behalten. Wir haben im Augenblick das Gefühl, dass nichts zur Wahl steht manchmal. Das ist so, dass man sagt, das ist so eine Lethargie und man muss den Leuten klar machen, dass sehr viel zur Wahl steht. Dass es einen großen Unterschied macht, wenn wir Schwarz-Gelb bekommen. Dass es sehr kalt werden wird wieder in Deutschland. Und dass man deswegen absolut sowieso zur Wahl gehen muss. Auch wegen einem Rechtspopulismus in diesem Land, den es einzudämmen gilt. Aber auch sich klarzumachen, was das bedeutet. Gut, wir haben die Grünen noch nicht und die wollen wir unbedingt mit hineinnehmen. Und wir müssen noch mal über die Frauenpolitik reden. Die Grünen, vielleicht kommen wir bei den Grünen dazu. Die Grünen haben einen großen Vorteil. Sie können mittlerweile mit allen regieren, auch mit den Schwarzen, keine ideologischen Fragen mehr. Sagen Sie das nichts und sagt der Nuttenpartei. Die Frage ist nur, ob das für die Grünen wirklich ein Vorteil ist. Krisenstimmung bei den Grünen. In diesem Jahr mussten sie bei Landtagswahlen zum Teil schwere Niederlagen einstecken. Die Spitzenkandidatin auf der Suche nach Gründen. Offensichtlich ist es auch so, dass die Themen, mit denen wir im Moment draußen sind, jetzt nicht gerade wahrgenommen werden als der heiße Scheiß der Republik. Haben die Grünen ausgedient? Angetreten vor mehr als 35 Jahren als Protestpartei. Für Frieden gegen Wehrpflicht, gegen Atomkraft und für die Gleichstellung aller Lebensformen. Und heute? Die Wehrpflicht? Abgeschafft. Die Kernenergie? Ausgestiegen. Die Ehe für alle? Beschlossen. Wozu braucht es eigentlich noch die Grünen? Herr Bademsoy, Sie sind nach Deutschland gekommen, Sie waren 11, 84 sind Sie deutscher Staatsbürger geworden. Da konnten Sie zum ersten Mal wählen. Das war die Zeit, in der die Grünen tatsächlich in die Parlamente auch gekommen sind. Wie sind Sie zum grünen Wähler geworden, beziehungsweise warum? Ich glaube, man wird nicht zum grünen Wähler, weil es eine Partei ist oder weil es ein Programm gibt, sondern es ist eine Haltung im Grunde, Respekt vor der Umwelt, Respekt vor anderen Kulturen, Toleranz. Und das habe ich bei den Grünen immer, seitdem es sie gibt, auch immer gefunden und gesehen. Und heute steht sie immer noch dafür. Auch wenn die Themen von anderen Parteien entweder okkupiert worden sind, erfüllt worden sind und die Frage gestellt wird, braucht es denn die Grünen noch? Wenn selbst Frau Göring-Eckert sagt, unsere Themen sind nicht der heiße Scheiß der Saison. Ja, aber das ist genau der Punkt. Jedes Mal, wenn ich jetzt so neue Wahlprogramme sehe oder Parteiprogramme, dann sage ich, ja, die Grünen haben es doch vor 20 Jahren gesagt, vor 10 Jahren gesagt. Deshalb ist es erstmal
unterschätzt man im Grunde, was die Grünen-Politik in den letzten 30 Jahren in Deutschland wirklich geschafft hat. Wir haben wirklich die Kernenergie jetzt endlich mal, also noch nicht ganz, aber abgeschafft. Aber das größte Problem, was wir haben, ist im Grunde die Umwelt. Der Planet geht zugrunde. Und wir sitzen hier, reden natürlich über sehr wichtige Themen, soziale Gerechtigkeit, Armut und so weiter. Aber wenn der Planet kaputt geht, da haben wir im Grunde gar nichts mehr zu sagen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Grünen ins Parlament kommen, dass man wirklich auch für die Umwelt erstmal ein Bewusstsein schafft. Das ist sehr, sehr wichtig. Unsere Kinder ernähren sich von Scheiße. Die großen Industrien, Entschuldigung, schon wieder das Wort, die großen Industrien, die machen einfach ihre Pläne und ihre Wirtschaft, ohne darüber nachzudenken, dass unsere Kinder daran erkranken. Und darum geht es. Die Grünen stehen für Umwelt, für Frieden. Und deshalb wähle ich die Grünen. Weil Sie glauben, die Themen sind immer noch da und nicht immer noch. Das andere würde ich gerne mal Herrn Goppel noch mal deshalb fragen, weil es gibt ja viele, die sagen, Rot-Grün oder die Grünen vor allem als treibende Kraft haben Deutschland moderner gemacht, offener gemacht, liberaler. Die Haltung der AfD, Herr Meuthen hat es gesagt, Sie wollen weg vom rot-grün-linksversifften 68er Deutschland. Wollen Sie nicht alles das, was die Grünen gemacht haben, Ehe für alle, Offenheit, Toleranz, all die Werte und auch das in der Umweltpolitik, was geschafft wurde? Also erstmal die Ehe für alle ist zwar im Bundestag durch, aber sie ist noch lange nicht vor dem Bundesverfassungsgericht entschieden. Das wird mit Sicherheit noch kommen, diese Entscheidung. Denn da müsste man ja erstmal Artikel 6 des Grundgesetzes ändern, um die Ehe für alle da reinzuschreiben. Das steht ja bisher nicht drin. Sie sind ein Gegner für der Ehe für alle. Das Zweite ist... Sind Sie ein Gegner der Ehe für alle? Das würde ich nur gerne wissen. Ich habe doch in meinem ersten Statement schon gesagt, dass die Familie unter dem besonderen Schutz steht. Und das steht auch im Grundgesetz. Und dafür bin ich. Und Mann und Frau ist die Familie und Kinder. Richtig. Gut. Und das Zweite ist, dass ich ganz gerne mal erinnern möchte an einen Wahlslogan der 70er Jahre. Der hieß nämlich, wir schaffen das moderne Deutschland. Und wenn man sich anguckt, wie das moderne Deutschland heute aussieht, und jetzt wird man mir wieder den Vorwurf machen, ich sei ein Populist. Wir haben Dschihadisten, Islamisten, Salafisten. Wir haben Hassprediger, wir haben die Kinderehe. Wir haben Blutrache etc. Jetzt kommt wieder der Vorwurf des Populismus und die Nazi-Keule und so weiter. Dann ist die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Und da liegt der Herr Meuthen gar nicht so weit entfernt. Okay, gut. Sie sehen das, was Sie sehen. Es gibt ja vermutlich auch andere. Ja, weil Sie das mit der modernen Familie, hier hängen auch Plakate, wir sind für Tradition, das ist ein Mann und eine Frau und zwei Kinder in der Mitte. Was sagt denn Ihre Spitzenkandidatin dazu? Die hat sie doch ganz in einer Partnerschaft ist, das wissen vielleicht nicht alle, mit einer Frau und zwei adoptierte Kinder. Und in der Schweiz? Also Herr Schäcker, ich möchte ganz gerne mal darauf hinweisen, dass ich kein Mitglied der AfD bin, dass ich aber sehr wohl höre, was Frau Weidel dazu sagt. Sie hat sich davon distanziert. Von was? Von ihrer Homosexualität? Von der Ehe für alle. Von der Ehe für alle. Sie hat auch gesagt, die Familie steht im Mittelpunkt und das ist das Programm der AfD. Aber es ist übrigens noch nicht ganz klar entschieden, was sozusagen wie der Begriff Familie zu definieren ist. Da sind sich Verfassungsrechtler nicht einig. Frau Glas, die Ehe für alle wird den Grünen zugeschrieben, auch wenn sie jetzt sozusagen durch einen Coup von Martin Schulz kurzfristig dann in der Legislaturperiode doch noch mal durchgesetzt wurde mit der Mehrheit. Sind die Grünen zu weit gegangen mit dieser Art von Modernisierung, Genderpolitik und dem, was man ihnen auch zuschreibt? Nein, ich denke, Ehe für alle ist für mich total okay, weil ich einfach glaube, wenn jetzt ein Paar zusammenkommt und die sagen halt, ich möchte auch von mir aus den kirchlichen Segen haben und ich möchte heiraten, dann finde ich, warum soll man das nicht machen? Es hat ja nichts damit zu tun, dass die Familie, dass eine Familie gegründet wird, dass man Kinder bekommt, aber warum sollen nicht zwei Menschen, die sich gern haben und eben den Segen brauchen, die sagen, wir wollen nicht nur miteinander leben, wir wollen es auch irgendwie besiegeln. Ja, ist doch in Ordnung. Deswegen ginge Schwarz-Grün, ginge für Sie schon, oder? Ja, würde bei Maike ein bisschen. Herr Marquardt, die andere Frage an den politischen Journalisten, das, was Herr Bademsoy ja schildert, die Welt kann untergehen, wir reden hier über alles Mögliche und trotzdem haben wir Umweltprobleme, die sind ja da, man kann sie sehen, es gibt einen Dieselskandal, es gibt die Belastung der Luft, es gibt alles Mögliche, warum zahlt das nicht auf die Grünen ein, was glauben Sie? Die Grünen haben das Problem, dass ihre Themen allgemein gut sind.
Die Kanzlerin selber war Umweltminister. Alle Parteien haben ein Umweltprogramm. Für Frieden ist er. Sagt, sind wir doch alle sind für Frieden. Und was übrig bleibt, ist eine Verbotspartei, die sich in unser Leben einmischen will. Ich finde es grotesk und ungeheuerlich, dass die zwei Parteivorsitzenden, ja, Herr Özdemir und Frau Göring-Eckardt, die Abschaffung des Verbrennungsmotors festlegen wollen. Das ist ein Eingriff in die Wirtschaft, in den Markt. Tausende von Ingenieuren in Deutschland, in der Automobilindustrie, in der ganzen Welt arbeiten, forschen und machen. Da kommt ein netter Lehrer und eine abgebrochene Theologin und sagen, Schluss mit dem Verbrennungsmotor. Das ist eine Verbieterei, die finde ich unglaublich. Aber was heißt denn Verbieterei? Aber Bademsäule ist für die Grüne. Der Planet erstickt. Wir müssen endlich diese Schritte machen, und zwar sehr radikal. Das ist Allgemeingut. Ja. Naja, aber so ist es ja nun auch nicht. Wenn ich sehe, wie die großen Parteien, insbesondere natürlich die Union, aber auch die FDP mit dem Dieselskandal umgehen, dann kann man doch nicht sagen, der Umweltschutz, die Energiewende, das ist Allgemeingut. Das ist doch überhaupt nicht so. Aber auch die Grünen haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Also wenn ich an Herrn Kretschmann denke in Baden-Württemberg, der könnte ohne weiteres Pressesprecher des Verbandes der Automobilindustrie sein. Der Cheflobbyist der Automobilindustrie ist ein enger Freund von Angela Merkel, war früher Minister der CDU, Herr Wissmann. Das zeigt doch, was für eine enge Verkopplung da ist und welche mächtigen Wirtschaftsinteressen da vertreten werden. Und das ist doch nicht Allgemeingut. Aber darüber regen sich doch alle auf, dass die Automobilindustrie beschissen hat. Am Ende dann tatsächlich, mit wem regieren kann. Wenn 6 Parteien, mit der CSU werden 7 ins Parlament einziehen, wird es unheimlich schwierig, eine Mehrheit zu finden. Schwarz-Grün, fänden Sie das in Ordnung? Herr Özdemir ist, weiß ich nicht, Außenminister im Kabinett von Merkel. Nicht besonders, nein. Finden Sie nicht gut? Nicht besonders. Ich glaube, das ist jetzt langsam Zeit, dass einfach mal ein anderer Wind wirklich weht. Aber Rot-Rot-Grün, das wäre die einzige Möglichkeit zu einem Politikwechsel. Ja, also meines Erachtens ändert sich doch nichts durch Jamaika. Aber der ist leider nicht oder bleiben wir mal ganz kurz bei Rot-Rot-Grün. Sie würden sagen, ja, das würde passen. Das Problem ist, die SPD sagt es nicht. Und Frau Merkel wird nicht müde zu betonen, Herr Schulz soll sich doch endlich mal committen. Er soll sagen, ja oder nein zu einer Koalition mit der Linken. Was glauben Sie, wäre Ihre Partei gut beraten, das zu tun? Die Linken haben teilweise Positionen, die der SPD ähneln in sozialen Fragen. Mhm. Aber sie haben Positionen in Bezug auf Europa, sie haben Positionen in Bezug auf die NATO, sie haben Positionen, die nicht vereinbar sind. Und wenn Frau Wagenknecht da nicht von abrückt, ist es einfach leider unmöglich. Für mich ist das ein Vorwand. Da wird immer gesagt, die Linken fordern den NATO-Austritt. Deswegen können wir nicht mit denen koalieren. Also wenn ein Linker, meinetwegen Gregor Gysi, Außenminister würde in dieser Koalition, der wird doch nicht am nächsten Tag hergehen und sagen, so, wir treten jetzt aus der NATO. Gysi, ja, gut, aber auch Sarah Wagenknecht würde sicher nicht Außenministerin, aber auch die würde nicht sagen, wir treten jetzt morgen aus der NATO aus. Vorsitzende der Partei und sagt das doch ganz deutlich. Also es geht um Folgendes bei der NATO, dass die Linke der Auffassung ist, dass genauso wie der Warschauer Pakt abgetreten ist mit dem Zusammenbruch dieses Ost-West-Konflikts, auch die NATO eigentlich ein Dinosaurier ist, der abgeschafft wurde. Sie halten es für überwindbar? Sie waren ja auch mal bei der SPD. Sie glauben, Rot-Rot-Grün ist eine echte Option? Also natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Martin Schulz sagen würde, ja, ich strebe Rot-Rot-Grün an, oder aber umgekehrt sagen würde, ich mache es auf keinen Fall, dann wird man sagen, ja, das ist doch auch nicht glaubwürdig. Hannelore Kraft hat es auf Drängen von Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen 3 Tage vor der Wahl gesagt, mit den Linken koaliere ich nicht. Und sie hat eine drastische, schreckliche Klatsche bekommen 3 Tage vor von der Wählerinnen Wahl. Und Wählern. Man muss frühzeitig sagen, wir wollen eine Politik, Beispiel nicht gemacht. Nur einen Regierungswechsel. Und da hätte eine neue Dynamik entstehen können. Rot-Rot-Grün wäre eine Katastrophe für Deutschland. Das sagen Sie, aber Sie haben auch gesagt, Martin Schulz kann nur in dieser Konstellation Kanzler werden. So, ja, aber das ist ein Unglück. Es bleibt nicht mehr sehr viel Zeit, auch in der Wahl nicht und in dieser Sendung. Finden Sie es besser, die FDP geht mit den Grünen und der CDU-CSU zusammen, die Jamaika-Koalition, halten Sie das für eine bessere Alternative? Erstmal ist es wichtig, dass die FDP besser abschneidet als die Grünen. Und dann muss man sich sehr genau überlegen als FDP, ob man die Wähler wieder enttäuschen will, ob man mit dieser Verbotspartei, die freiheitliche FDP und diese verbieterische, so in einer Koalition, das gibt einen Riesenstreit. Dann bleibt die große Koalition, es sei denn, die CDU würde sich für die AfD... Nein, schwarz-gelb, ich bin für schwarz-gelb. Wenn sie eine Mehrheit kriegen, wird es das geben? Ja. Wenn das keine Mehrheit gibt, warum schließt man eigentlich aus, eine Koalition mit der AfD zu machen? Will die AfD das überhaupt, Herr Gocke?
Also momentan schließen ja alle alles Mögliche aus. Nur Herr Markwurt hat zu Beginn der Sendung daran erinnert, an die Rolle der Grünen und wie die Grünen angefangen sind. Und ich höre immer, die AfD ist eine Protestpartei. Warten wir auch mal in die nächsten Jahre ab, wie sie das entwickelt. Und vielleicht ist sie irgendwann mal in der Regierung mit drin. Ist Große Koalition eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Auch für die SPD, würden Sie dann lieber sagen, Herr Schick, die SPD soll in die Opposition? Habe ich ehrlich gesagt gerade keine Haltung zu. Okay. Noch nicht. Weiß ich nicht. Was ich glauben Sie denn, wer regieren wird? Ich finde wird? Aber, eins möchte ich noch sagen, bevor die Sendung zu Ende ist. Ganz Entschuldigung. Die AfD schafft ein Klima der Angst und der Verunsicherung. Und was die AfD nicht liefert, sind Antworten. Die AfD gibt keine Antworten darauf, wie in einer globalisierten Welt Nationalismus funktionieren soll. Er funktioniert nicht. Okay. Da sind wir auch bei der Umwelt zum Beispiel. Also es wird nicht leicht, dass sich Parteien finden, die es miteinander machen. Was ist Ihr Tipp? Wer wird regieren? Ich habe ehrlich gesagt keinen Tipp. Ich fürchte eine Große Koalition oder aber eine Jamaika-Koalition. Bob Marley würde sich allerdings im Grabe umdrehen, wenn diese Konstellation zustande käme. Ja, ich denke, wahrscheinlich wird es wieder eine Große Koalition, weil das einfach dann... Herr Gockli, Ihr Tipp? Das Bequemste für Frau Merkel, eine Große Koalition. Herr Bademsoy. Wahrscheinlich die Große Koalition, aber es wird furchtbar. Alle Umfragen sagen, alle glauben an die Große Koalition. Sie auch? Ja, die Frau Merkel hatte lieber die SPD auf der Bank als in der Opposition. Wir werden sehen, was passiert. Noch 4 Tage bis zur Wahl. Vielen herzlichen Dank, dass Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergruppe gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend hier im Ersten. Es folgen die Kollegen des Nachtmagazins. Nächste Woche sehen wir uns wieder und dann wissen wir auch, wer gewonnen hat.